Hallo zusammen, es ist Montagabend. Wir haben den 8. April, 17.51 Uhr. Heute zwei Werte. Das eine ist Gold. Das mache ich als zweiten Wert, weil da hätte ich ja eigentlich schon vor 2 Wochen was machen sollen. Aber da hatte ich ja dann das Webinar mit dem Jörg Scherer und er hat das ganz hervorragend analysiert. Er hat dann auch Silber gemacht und war da nicht noch irgendwas, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir das gespart. Das war auch absolut meine Meinung. Ich konnte ihm da in jedem Satz zustimmen. Und jetzt bin ich ja mal wieder dran. Und das zweite ist Daimler, weil das ist ein hochinteressanter Chart. Also, und ich möchte gerne mit Daimler anfangen. Das ist Daimler und das ist der Monatschart. Soll sagen, eine Kerze, ein Monat. Das Ding kommt hier von 1998. Nur, dass ihr mal seht, auf welchem Niveau wir uns hier befinden. Ich meine, weil das war das Problem, der Euro kam erst später, dass die irgendwo so umgerechnet um die 93 mal lagen. Aber ich kann es jetzt tatsächlich hier nicht nachvollziehen. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Chart, ein very, very important Level. So, von der Technik her auf Monatsbasis ist hier absolut alles in Ordnung, alles nach oben gerichtet, nirgendwo ein Verkaufssignal in der Nähe der Bänder. Wir haben das Corona-Tief hier, da waren die bei 17,5 und jetzt sind sie schon wieder bei 76, lange verschmäht. Aber Folgendes muss ich dazu sagen. Die haben prognostiziert den Umsatz in Vorjahreshöhe. Sie haben ein KGV von 6,4. Mein letzter Kenntnisstand für das DAX-Durchschnitts-KGV ist irgendwo bei 16, weswegen ja insgesamt noch verhältnismäßig günstig als günstig gilt. Der Standard ist bei 22, was schon wieder recht hoch gilt. Die machen eine Ausschüttung und zwar haben die, wo ist es hier, die haben ihre HV am 8.5., also heute in einem Monat. Und da zahlen die 5,30, was eine Rendite ergibt von 6,9. Und da muss ich nicht, dass die Angst haben, wie ich das zum Beispiel bei Bayer hatte, dass sie die reduzieren müssen. Das sehe ich so nicht. Also das ist auch auf 4 Wochen Sicht, sieht das gut aus. Gehen wir mal auf die Wochensicht. Das ist jetzt die Woche. Ich hole es jetzt mal nicht so nah daran. Wir waren das letzte Mal, wir haben jetzt hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal mit jetzt das 6. Mal dieses Niveau hier getestet. In der Sekunde handeln sie bei 76,57. Auch hier von der Woche her, das gilt als sehr hoch. Das muss ich schon sagen, sieht nicht so schön aus wie im Monat. Es fällt ganz leicht ab. Also dieser Widerstand ist wirklich wichtig, wenn sie hier drüber gehen. Drüber heißt sowas mit Schlusskurs 78,5. Haben die erstmal hier irgendwo die 90,93 frei. Und es macht Sinn von dem Hintergrund der Dividendenrendite. Der Chart ist meines Erachtens nach immer wichtiger als die technischen Indikatoren. Wenn der Chart irgendwo durchbricht, nach oben oder unten, dann ist völlig wurscht, ob der Wert überkauft ist oder überverkauft. Das ist meine Ansicht. Ich hatte die auch schon, jetzt gehen wir mich auf den Tag, am letzten Film erwähnt. Das war ein 70,90er Call. Die hatte ich da erwähnt und das Risiko nehme ich. Der war relativ nah dran. Hier sehen wir, dass wir jetzt dieses Doppeltop hier auch heute mit Schlusskurs überboten haben. Unwesentlich, für mich noch nicht genug. Aber wo war denn heute der Höchstkurs? Muss ich mal schauen. Der war bei 77,30. Von der Tagestechnik sieht das alles in Ordnung aus. Traditionelle Sichtweise, moderne Sichtweise, Stochastik, alles in Ordnung. Und die Bänder gehen auf. Und zwar nicht nur so ein kleines bisschen oder wie hier, nur eins geht auf, es gehen beide auf und wir schließen oberhalb des Bandes. Also ich finde, da muss man unbedingt im Auge behalten. Und jetzt kommt die übliche Frage, soll ich einen K.O.-Schein nehmen, der irgendwo hier die 66 liegt? Oder lieber einen, was ich präferiere, bei 70,90. Ich habe jetzt erstmal den hier ausgesucht. Das ist ein 70,60er, hat im Moment einen Hebel von 12. Lustige Kennnummer, UM1, UU3, 70,60 als Basis, nehmen wir raus. Ich mache lieber sowas. Wir haben es gerade in den letzten Monaten häufiger gesehen, dass da mal irgendwie eine Aktie auch mal 10%, 15%, 20% über Nacht verliert. Ich bin lieber näher dran mit dem Schein mit einem höheren Hebel. Und wenn die da mal ihre 10% verlieren, das wären dann 7,60, dann sind sie nämlich unter 70, habe ich das verloren. Aber wenn die mal mehr verlieren sollten, oder während des Tages dann noch mehr verlieren sollte, bin ich froh, dass ich bereits hier oben gestoppt wurde. Deswegen, man kann natürlich so einen 66er nehmen. Ja,
Ich persönlich bevorzuge lieber die, die näher dran sind. Die Welt ist am Beben. Und das, was da unten in Gaza passiert, ist, ich möchte mich da nicht auf irgendeine Seite stellen, um Gottes Willen, aber das ist schon, das ist gruselig. Das ist richtig böse. Und jetzt kommt der Iran auch noch dazu. Wenn der Iran dazukommt, ja, dann haben wir nur noch ganz andere Parteien drin. Mir gefällt es nicht. Ich mag es nicht. Ich kann mich daran erinnern, als eine Woche vor dem Ukraine-Einmarsch die Amerikaner gesagt haben, an dem und dem Tag marschiert der Putin da ein. Und es hat gestimmt. Die waren erstaunlich gut informiert. Also ich habe, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe ein bisschen Angst mit dieser momentanen Situation, dass ich morgens aufwache und irgendwie NTV oder wo auch immer stehe und das und das und das ist in der Nacht passiert. Wenn ich das weglasse, möchte ich eigentlich schon ganz gern warten, bis das heutige Tageshoch nochmal mit Schlusskurs überboten ist und dann feuerfrei. Ja, und da ist für mich diese Basis hier bei 70,60 völlig in Ordnung. Also grundsätzlich, ich mag die Daimler auch vor dem Hintergrund dieser 6,9er Rendite, eine Ausschüttung von 5,3%. Und ich denke, die werden die auch zahlen. Also das wird nicht so eine Bayer-Geschichte werden. So, und da gucken wir mal auf das Gold. Das Gold. Das habe ich nie, das ist der Tageschart. Wo waren wir denn hier vor einem Jahr? Das sind das hier, 7.11.22. Schon ein bisschen weiter her, 16,23. Es gibt, wo habe ich denn jetzt hier meine vorbereitete Maske? Ganz kleine Sekunde. Hier. Diesen Kanal haben wir schön verlassen, mit einer Kerze, das ist nicht unbedingt notwendig, aber mit einer Kerze richtig mit Kraft, dann hier von 2044 hoch. Kurz mal ausgeatmet und ziehen weiter. Ich fange mal mit den Bändern an. Die Bänder gehen auch auf im Gold. Das heißt, ich habe von den Bändern hier nicht den Hauch eines Verkaufssignals. Das Momentum von dieser Bewegung ist nach wie vor in Ordnung. Erst wenn das der Bewegung entgegengesetzte Band bricht, also nach oben, in diesem Fall nach oben bricht, dann kann ich sagen, okay, dieses Momentum ist raus. So etwas Ähnliches hatten wir hier auch, aufgegangen und hier hat es dann gedreht und dann ging es halt in diesem Fall, der Markt sucht sich dann aus, korrektiv oder leicht seitwärts. In diesem Fall war das leicht seitwärts. Wir haben ja noch nicht mal die 20-Tage-Linie berührt, das ist diese hier. So, also wie gesagt, von den Bändern hier ist das ganze Ding grundsätzlich positiv, auch wenn wir heute eine kleine schwarze Kerze haben. Aber wir haben 17.58, da kann sich noch das eine oder andere ändern. Die Unterstützung ist die Verbindung aus der 20-Tage-Linie hier bei 2208, die zusammen verläuft mit dieser Kerze. Das war das Hoch vom 21.03. Das ist erstmal die erste Unterstützung, soweit die Bänder. Vom Chart her sieht es absolut weiter in Ordnung aus. Ich habe nicht den Hauch der Annahme, dass es fällt. Aber hier von der Technik her noch in Ordnung über den Trendfolger, noch in Ordnung über den Oszillator. Das kann, wie gesagt, morgen kann er hier sein, wenn wir unter 2300 sind. Das kann sein, aber das weiß ich nicht. Und das auch hier sind auch mehrere Wochen. Und da hatten wir hier auch, was war denn das hier? Das war der 12.10. bis zum 31.10. Ja, das sind auch nochmal 18 Tage. Das kann sich, also dieser Zustand hier, der kann sich noch eine ganze Zeit lang strecken. Vor diesem Hintergrund, ich habe noch kein Verkaufssignal. Ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar gibt es zum einen Call 2131er. Da sind wir hier drunter, unter dieser aus meiner Sicht wichtigen charttechnischen Unterstützung Nummer 2. Das ist 1, das ist 2. Das ist eine Geschichte für den Fall. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass solange hier nichts bricht nach oben, dass das einfach weiter nach oben zieht. Wo das Ende ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Deswegen habe ich rein zur Vorbereitung für euch einen, da sind wir hier oben, einen 2621er Put mal reingelegt. Bitte auch einfach nur auf die Watchlist legen. Das ist kein Kaufpunkt heute, hier und jetzt. 2621er, im Moment ein Hebel 8, aber ganz klar, wenn das weiter hochzieht, wird sich auch der Hebel erhöhen. Das ist für mich eine Geschichte. Das gucke ich mir erst dann an, wenn, Moment, ich mache es wieder groß, wenn das Band hier nach oben dreht. Und das wird es wahrscheinlich zeitlich genauso machen, wie dann hier unten ein Verkaufssignal entsteht. Dann hole ich den eben angesprochenen Put rein. Also es ist überhaupt keine Frage, eine super spannende Börse momentan. Ich finde die richtig gut, weil es ist eine schöne Rotation drin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Aber ich stehe Gewehr bei Fuß für Nachrichten, die ich nicht haben will. So möchte ich es mal formulieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.